wo man sonst nicht hinkommt, ist dieses Häuschen hier. Ah, die Fünftacke der Mission. Und das sieht verdächtig danach aus, als hätte sich hier schon mal irgendjemand wertvolle Geschichten oder zumindest das, was noch ein bisschen Wert hat, hier rausgestellt, um das zu klauen. Ich hasse es nicht. Menschheit. Ja, gucken wir mal rein. Und die Lieblingsmelodien aus 150 Jahren. Aus wie ein Kühlschrank, ist aber keiner, trotzdem Viecher drin. Ups, klunk. Schon ein bisschen länger leer hier. Farbe von der Decke ist schon ab. Ein Alibär, der auch schon mal sehr lange hing hier im Staub ausgesehen. Dieses wunderschöne Badezimmer grün. Oh, ganze Wäschetonne. War ja günstig für einen Zehner der Elektrohobel. Ja klar, sollte jeder in seiner Frühstücksküche haben hier. Fotoalben. Cool. Wahrscheinlich aus glücklicheren Zeiten. Diese Zwischenpapiere in dem Spinnennetzmuster. Nicht immer richtig geil. Cool. Das ist ein, wahrscheinlich ein Hochzeitsfoto.
Der Elite Boy. Kurz davor, dass man bestimmt zensiert wird, wenn man heute sowas so Elite Boy nennen würde. Boah, ganz schön verschimmelt. Oh, wie cool. Allem Schimmel zum Trotze. Schönheitspflege. Besten Zutat sind verschimmelte Haribo-Cola-Flaschen, glaube ich. Ach, leckerst. Oh, da sind welche davon, die nicht verschimmelt. Wenn noch irgendwer was zu snacken braucht, ist noch alles da. Cool, cool, cool. Hier haben wir auch einen Kühlschrank tatsächlich. Machen wir vorsichtig rein. Oh, vorbildlich, vorbildlich. Oh, bis 2017 haltbar die Geschichte. Eine Vampirette. Geiler Name. Tipptopp Elektrogerät hier. Das nicht so. Geschichten noch 2019 abgelaufen. Das hier schon ein bisschen länger. Oh, Tomatensüppchen. Oh, da sieht aus, als wäre was drin. Kann es nicht aufmachen. Ne, es sind nur leere Tupperdosen. Ich kriege die Tür auch nicht auf, ohne alles hier wegzuräumen. Schöne Pilzzucht hier. Erschreck mich doch nicht so. Ja, das Schimmel, den habe ich gesehen. Ja. Urlaubsfoto. Treppenlift. Tropft aber derbe durch, ja, das Dach. Ui, noch mit Verpackung der Monitor hier. Hier überall. Oh. Oh, sollte das die Badewanne sein, die unten stand? Ja, manchmal habe ich bloß nicht nach Dingen gefragt. Es ist auch neu, noch nie in Benutzung gewesen. Ob der oder die ehemalige Bewohnerin vielleicht verstorben ist, bevor hier was fertig geworden ist? Oh, der schimmelt. Eieieiei.
die Aufbauanleitung für die Duschkabine. Und irgendwer hat auf der Suche nach Wertsachen hier kackendreist einfach alles rausgerissen und liegen gelassen. Auch irgendwelche Umbauten. Feuerholz, das gute mit Furnier versehene Möbelstücke, Reste teilweise aus Spahn. Klar kann man das verfeuern. Ja, scheint hier eher so eine Abstellkammer zu sein hier. Auch alles derbe verschimmelt. Aber lustig, es ist so gut belüftet, es riecht gar nicht. Es ist einfach nur derbe feucht. Volksbank Sparbuch. Ah, krasses Ding. Was ist drauf? Immerhin 2800 Merker. Das ist doch was. Und die Lage ist eigentlich super schön hier. Vor allem der Balkon hier im zweiten OG. Ist mal richtig geil gewesen sein, hier ins Tal gucken zu können. Oh, eine Wanderfahrt, wie geht das denn? Füße, also Räder statt Füße oder was? Ey, ist auch extrem schade, dass hier jemand einfach mal alles rausgeschmissen hat. Aus dem Bücher. So, Max hier. Boah, 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte in Fahrdruck. Ich wusste gar nicht, dass der Neandertaler Fotos machen konnte. Im weißen Rössel der Original Soundtrack, das gibt's auch gar nicht. Doch mal was weglegen, während wir uns zwischendurch mal Damenbinden angucken hier. Das Schallplatten ist ja ein geiles Album hier, habe ich so noch nie gesehen. Cool. Ist noch verpackt, mag ich jetzt trotzdem nicht probieren. Geöffnete Briefumschlägchen hier. Das müssen natürlich auch zu, ist ja klar. Oh, die Verwandtschaft bedankt sich bei Ursel. Eine nagelneue Badewanne. Ja, ich glaube, jetzt ist sogar das Schild verschimmelt, aber ich glaube, das ist die, die da eigentlich hätte angebaut werden sollen. Hm. Eigentlich schade, das Gebäude ist richtig geil und richtig geil gelegen hier. Tropft's mir auf den Kopf.
draußen noch. Das ist auch eine neue Tür noch hier. Ah, das würde auch vielleicht das viele Wasser unten erklären. Dass einfach die Isolierung unten am Häuschen nicht mehr dicht ist. Vorsichtig. Oh, mit Türen und Tapete. Das muss auch mal ausgebaut gewesen sein hier. Aber inzwischen kann man hier überall durch das Mauerwerk durchgucken. Ist natürlich alles ein bisschen baufällig. Es tropft überall durch das Dach. Muss auch mal cool gewesen sein hier. Zumindest wenn es nicht ganz so richtig kalt ist im Winter, weil isolieren tut sowas ja nicht. Ja, irgendwie ein bisschen schade hier ist. Und komplett offen da oben drüber. Scheit. Quatsch, es tropft. Aber wie scheint das hier, war mal ein Zimmerchen, was zum Boden benutzt worden ist. Ich weiß nicht, woraus der Boden besteht. Ich gehe hier mal nicht rüber. Aber da hinten, versucht da gleich mal ranzuzoomen, steht noch Omis alte Tischuhr. Und während sich die beiden Mücken hier fröhlich paaren, ne? Die Mistviechers, ne? Wünsche ich euch auch so viele schöne Orte. Wir gehen jetzt hier wieder runter. Haut rein und wenn ihr mögt, bis nächstes Mal. Leider leer das Gewürzregal. Und warum steht hier eigentlich Klopapier?